Diesmal geht es um die M4A1 Iron Beast. Ja, sie ist komplett neu gestaltet und zwar wirklich geil. Und zwar sie ist Silence. Sie hört sich zwar genauso an wie die M4 Custom, aber ist dafür noch geiler, denn sie hat die geilsten Bonis, die man überhaupt sich vorstellen kann bei der M4. Auf jeden Fall, ja, sie ist gesilenced, also hören die Gegner von der Nähe euch nicht. Außerdem habt ihr mit Rechtsklick noch so ein Knife, also damit schlägt ihr einen zu Boden mit dem Schaft. Zwar denke ich mal, dass die Kugeln tödlicher sind als ein Schaft, wenn man darauf haut, aber was das Besondere an diesem Schaft ist, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, die Stats sind, also die besonderen Bonis, sind Ultra Fast Reload, und zwar der Ultra Fast Reload ist natürlich hammerschnell. Bei der normalen M4 ist der 2,4, soweit ich noch weiß, oder 2,1. Auf jeden Fall von dieser M4 Iron Beast ist sie 1,6 Sekunden und 1,6 Sekunden sind hart schnell. Außerdem holt ihr sie schneller raus, also ihr wechselt damit eindeutig schneller. Das ist wirklich verdammt schnell. Zudem hat sie noch verdammt viel Munition, und zwar, man dachte sich, ja, so wie die AK Fury oder die AK Beast, 35 zu 105, ja, passt schon. Aber sie gibt noch 2 Kugeln extra, also jeden, den ihr tötet, könnt ihr gleich zweimal töten. Oder dreimal, oder 64.777 Mal. Aber das spielt keine Rolle, denn diese 2 Kugeln haben wirklich schon mehr drin, als ihr denkt. Also, das ist manchmal wirklich sehr gut, dass sie 37 Munition hat in einem Magazin, und das ist wirklich hammergeil. Ihr könnt euch ja auch ein extra Magazin kaufen, dann habt ihr wieder 37 Munition mehr. Außerdem bekommt jede Waffe, also jede Rifle, die ihr noch im Storage habt, oder eben halt im Bag. Ihr könnt es auch im Storage sehen, wenn ihr die Iron Beast habt, dann ist jede Waffe da plus 2. Zwar nicht bei den Snipern, aber die Sniper, das liegt einfach nur daran, dass ihr entweder die Fury habt oder ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall kommen wir zu den Stats, die Damage, was sie darin macht. Ja, sie macht 100 auf den Kopf mit links, also eben halt, wenn ihr normal schießt mit euren Bullets. Sie macht ungefähr 29 bis 31 Damage auf den Kopf. Sie macht 20 bis 21 Damage auf die Füße mit Rechtsklick, und das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der Schaft so viel Power hat, dass er einfach mal diese kleinen Noppen, die er da hinten dran hat, diese 3 Zacken, das könnt ihr ja auch einfach an den Link sehen, wenn ihr auf Crossfire geht, also Z8 Games, und dann einfach auf die Iron Beast, diesen Banner da geht, dann könnt ihr einfach mal da schauen, ja, da gibt's die neue Waffe, da ist alles vorhanden, was man braucht an Informationen, die man braucht. Außerdem ist es noch wirklich geil, denn, sie macht überall One-Hit. Diese kleinen 3 Noppen bringen einen um, und zwar auf dem Fuß. Das ist ja ein bisschen unrealistisch, ein bisschen hart unrealistisch. Aber das Geile ist wirklich einfach diese Bonis, die sind ganz normal wie bei der Fury Beast und sonst bei anderen VIP-Waffen. Aber, ihr selber bekommt 200% mehr Erfahrung. Die anderen in jedem Raum bekommen 30% mehr Erfahrung, und die anderen auch bekommen 20% mehr Erfahrung. Und das Geilste ist, es addiert sich alles. Andere VIP-Spieler, davon addieren sich ebenfalls diese 20%, 30% Erfahrung, und dann bekommt ihr eben halt auch was zurück. Also ihr gebt nicht nur, ihr nimmt sogar. Das ist ganz gut eigentlich ausbalanciert, aber jedoch finde ich den Preis ein bisschen scheiße, denn ich habe sie vorbestellt für 87.500 CP. Ich bin mir jetzt nicht da ganz sicher, aber ich glaube schon, so war das um den Dreh. Und jetzt kostet sie 125.000 CP. Also ist sie auf demselben Preis der AK Fury, aber die AK Fury hat leider ein bisschen weniger zu bieten. Und außerdem vom Design. Naja, okay, beide sehen geil aus. Ist die M4 und AK, die modifiziert wurden, und auch noch eine VIP-Waffe. Ah, was ich vergessen habe, und zwar VIP-Waffen allgemein, die kann man nicht aufheben. Also nur ihr habt die, oder eben halt andere Spieler, aber das Ding ist, wenn ihr stirbt, wenn ihr eben halt tot seid,
Denn können andere Gegner die nicht eben halt aufsammeln oder eure Teammates. Ihr könnt sie lediglich hinwerfen, aber mehr auch nicht. Leer geschossen ist sie in 3,6 Sekunden. Und das ist eigentlich regulär für Waffen, naja. Und sie unterscheidet sich eigentlich kaum von dem Gewicht her zu anderen Rifles. Also Rifles allgemein sind eigentlich gleich schwer, sozusagen. Aber das variiert nur sehr, sehr, sehr wenig. Sie ist außerdem noch präziser, so sagt es Crossfire. Ich konnte es noch nicht ausprobieren. Naja, ich habe bisher nur einmal damit gespielt, also gestern hatte ich keine Zeit dafür. Ich habe nur aufgenommen. Ich bin übrigens direkt reingegangen ins Spiel, habe dann aufgenommen und dann habe ich das einfach mal machen lassen. Also ich habe es aufgenommen und ja, auf jeden Fall, sie sollte eigentlich noch ein bisschen mehr Damage machen, aber ich merkte eigentlich keinen Unterschied. Ich merke auch kaum einen Unterschied zu einer M4 Silence, denn ich komme mit der normalen M4 komme ich richtig gut klar. Das ist alles perfekt. Aber wenn ich dann eben halt mit der Silence spiele oder M4 Custom, verkacke ich richtig mit der M4 Custom oder eben halt M4 Silence. Egal, Silver oder Crystal, wie auch immer. Ich kann auf jeden Fall mit den Silenced M4 nichts anfangen. Aber ich hoffe, ich werde damit klarkommen, denn das ist eine wirklich geile Waffe. Und das besonders Lustige ist, das ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, als ich mit der gespielt habe. Was ist das für ein ekliges Geräusch? Das macht sie jedes Mal, wenn man nachlädt. Das ist, naja, okay, es ist jetzt nicht wirklich besonders, aber wozu? Außerdem ist es geil gemacht, und zwar wirklich, dass beim Nachladen und eben halt, wenn ihr sie rauszückt, nur beim Nachladen, dass dann da Rauch rauskommt. Und das ist wirklich geil gestaltet. Also, und besonders, dass es mal ein blaues Licht ist. Ich dachte, jetzt kommt so eine Serie, dass alle rote Lichter haben. Oder eben halt alle dieses so Legendary Dragon blablabla Design haben. Aber nein, diesmal sieht das wirklich geil aus. Also, Iron Beast passt schon wirklich zum Namen. Das soll so ähnlich wie ein Drache, denke ich mal, sein, der Körper. Auf jeden Fall, was noch geil ist, dass dieser Kreis, der eben halt die ganze Zeit über den Abzug ist, der dreht sich die ganze Zeit, also da dreht sich ein Lichtstrahl die ganze Zeit im Kreis und sobald er nachlädt, ist der eben halt aus, als ob das die Batterie sei. Und natürlich auch das Geile ist, dass es so leicht schimmernd ist und dieses leicht schimmernde hat schon wieder diesen Effekt, dass es noch edler die Waffe macht, also das ist wirklich geil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das war's schon wieder zum Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mir helfen, wenn ihr euren Freunden das mitteilt, dieses Video. Liked und favorisiert und abonniert natürlich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und sagt es euren Freunden weiter, kommentiert das Video, wie ihr es fandet. Wie ihr es fandet. Scheiße, yo. Und ja, das war's von mir. Haut rein, it's Tea Time, bitch.